Herzlich willkommen zu meinem kurzen Image-Video für meinen Kanal Philipp Drachenberg. Hier sieht man nun mein Stop-Motion Studio. Hier mein Schnittprogramm. Hier erstelle ich ein Projekt und füge jetzt hier mein Intro ein. Zu jeder Bewegung vom Lego-Männle kommt dann ein Ton, damit es sich möglichst realistisch anhört. Hier das Resultat. Natürlich habe ich hier auch noch die Lego Reviews bzw. Speed Builds mit einer kleinen Unboxing-Einlage. Hier öffne ich einfach das Paket, baue es dann in einer höheren Geschwindigkeit auf, wie es in echt wäre, und zeige dann am Schluss das Endergebnis, was ich zusammengebaut habe. Auf meinem Kanal gibt es natürlich auch noch ein paar Gameplay-Videos, hier einfach kurz eine kleine Aufnahme. Und am Schluss natürlich mein Herzensprojekt, die Lego Stop-Motion Videos. Sind vielleicht ein bisschen brutal, aber die haben immer eine eigens erfundene Handlung, worauf man hier natürlich sehr Acht legen kann. Vielen Dank fürs Ansehen.